Lange Schlangen und noch längere Gesichter am Hamburger Flughafen. Ausgerechnet zu Ferienbeginn in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat die Gewerkschaft Verdi rund 180 Mitarbeiter des Flughafens zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Die Folge? Noch mehr Stress für die Reisenden, die in den letzten Wochen eh schon viel Geduld mitbringen mussten. Denn massiver Personalmangel bei den Airlines und Bodendienstleistern sorgt schon seit längerem für Chaos. Und das wiederum sorgt für wachsenden Unmut. Die Lage ist gar nicht gut. Also ich hoffe, dass ich überhaupt meine Flieger noch bekomme. Wir sind seit um 1 Uhr hier und unser Flieger geht eigentlich um 10 nach 6 und bis jetzt hat sich überhaupt nichts hier getan und nichts bewegt. Habe ich da noch nicht richtig Verständnis dafür und dass es dann immer gleich am ersten Urlaubstag sein muss, könnte man sich vielleicht auch einen anderen Tag. Weil es letztendlich betrifft die Leute, die sich auch den Urlaub verdient haben und es jetzt auf dem Rücken ausgetragen wird, ist dann... Ja, muss man jetzt ein eigenes Bild darüber bilden. Also jeder soll streiken für sein Geld, aber nicht zu dieser Zeit, wo die Leute halt in Urlaub wollen. Das finde ich einfach, ist nicht schön. Entweder streiken die Piloten, dann streikt das Bodenpersonal, dann das Personal im Flugzeug. Irgendjemand streikt immer hier. Und das ist einfach nicht mehr machbar, meiner Meinung nach. Macht keinen Spaß mehr. Eigentlich freut man sich, hat man diese Vorfreude, es geht jetzt los und das ist jetzt alles nicht so. Also ganz und gar nicht. Man hat jetzt diesen Stress, diese Angst, wie sieht's aus, müssen wir gleich wieder 1,5 Stunden zurückfahren. Also es ist nicht angenehm, für die ganze Familie nicht und vor allen Dingen nicht für die Kinder. Und jetzt habe ich eben noch 2 Stunden und 10 Minuten, bis der Flieger geht, aber hier stehe ich bestimmt 1 bis 1,5 Stunden. Es bewegt sich ja auch kaum was. Und die kriegen das ja seit Monaten nicht in den Griff. Ich meine, es war doch klar, dass sobald Corona vorbei ist, dass dann die Leute wieder raus wollen und auch fliegen wollen. Und jetzt tut man so, als wäre man überrascht. Kann ich nicht nachvollziehen.